Wir sind hier im Talmuseum in Ursern in Andermatt und dieses Talmuseum bietet diesen Sommer und im Herbst eine Sonderausstellung, und zwar über Goldfinger von James Bond. Dieser Film ist ja legendär, den kennt ja jeder, den Goldfinger, der ist wohl der bekannteste James Bond-Film. Und hier spielt eine Sequenz, eine 5-6-minütige Sequenz, spielt am Furka Pass, und zwar die berühmte Verfolgungsjagd. James Bond 007. Seine neuesten Abenteuer führen ihn gar an den Furka Pass. Diese Filmcrew war vom 5. Juli bis zum 12. Juli 1964 in Andermatt stationiert und hat diese Sequenz gefilmt. Das ist eigentlich der Aufhänger dieser ganzen Ausstellung. Die Ausstellung konzipiert und zusammengestellt hat Herr Steffen Appel, ein leidenschaftlicher Sammler sämtlicher Objekte von James Bond-Filmen und vor allem eben auch von diesem Goldfinger. Er hat uns seine Ausstellung zur Verfügung gestellt. Die, wie gesagt, präsentieren wir nun bis Ende Oktober. Was sehen Sie in dieser Ausstellung? Das wird vielleicht das Publikum interessieren. Sie haben hier vom Drehbuch über Kleidungsstücke, welche die Schauspielerinnen und Schauspieler getragen haben, auch Plakate. Dann hier stehen wir von der berühmten Tankstelle in Andermatt. Hier hat ja James Bond gehalten. Und diese Tankstelle mit dem berühmten Gärtchen hat Herrn Steffen originalgetreu rekonstruiert und die ist hier ebenfalls zu sehen. Zu sehen ist selbstverständlich auch der Filmausschnitt dieser berühmten Szene.